So. Ist immer noch nicht so ganz besser mit meinem Hals. Aber zumindest habe ich jetzt erstmal noch keine Kopfschmerzen. Ja, und zwar, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe unser ACE-System da oben an die Ärztekiste angeschlossen. Das kann ich euch jetzt gerade mal zeigen. Ich habe hier Eternalis Fuel reingemacht ein paar Mal, weil ich die hier aufladen möchte. So, und alles, was wir so oben rumfliegen hatten, habe ich dann auch schon mal hier reingeworfen. Ein wahres Chaos. Aber wenn wir irgendwas suchen, das ist für später. Ich war im Nether etwas sammeln. Denn das ist für heute. Also für die heutige Aufnahmesession habe ich einiges gesammelt, dann die Dropchancen dafür waren echt beschissen. Gold, ich habe alles an Gold, was wir hatten, eingeschmolzen, war also eine ziemliche Menge. Hier ist die Kiste. Ich habe es etwas anders aufgebaut, nämlich es wird hier Zeugs reingepumpt und wird erstmal hier reingepumpt und so in diesem Abfluss immer zirkuliert. Das finde ich besser als mit diesem Ding. Und ja, wenn wir was extra gießen wollen, dann wird hier der Hebel erstmal für das Signal. Damit kannst du weg. Du bist somit erst einmal ja, nicht mehr vorhanden für uns, beziehungsweise nicht mehr nötig. Vorerst. Irgendwann mit Sicherheit wieder. Ja, ihr seht, es pumpt ab. Wir könnten hier ein zweites Cast gebrauchen. Darum kümmern wir uns auch noch. Die Öfen, die kann ich eigentlich jetzt auch hier mal wegmachen. So, da haben wir noch nichts. Da kommt auch noch was rein für uns. Diesel kann ich hier auch erstmal noch stehen lassen. Das hier wird später mal unser Wohnraum. Die Schmelze, die wird hier trotz allem bleiben. Die wird vielleicht ein bisschen versteckt. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht setze ich sie auch doch woanders hin. Also hier so ein bisschen weiter rein, dass die da versteckt ist und hier wirklich nur unser Wohnraum ist und unser Gärtchen, den wir auch noch automatisieren wollen. Aber jetzt geht es erstmal an diese schönen Kisten hier. Denn ihr seht, ich habe ja auch Ender.io schon ein bisschen was angefangen. Und das war auch nötig, weil mit den Dingen hier irgendwas einfangen für einen Zombie-Spawner ist ein bisschen ineffektiv. Und ich habe die Dinger hier hergestellt. Ja, dass wir unsere Packs hier mal upgraden können. Jetzt brauche ich nur unser Crafting Station. So. Machen wir mal hier hin. So, und jetzt haben wir hier unseren. Ah ja. Du sollst auch in dem Carpenter sein. Das finde ich jetzt aber richtig Verschwendung. Ja, das Rezept, das muss ich dann doch erstmal noch angleichen. Okay, meine Schulter habe ich nicht drauf geachtet. Ja, dann machen wir mit Modular System weiter. Den habe ich benutzt, um oben ein bisschen was zu machen. Können wir damit anfangen? Moment. Du bist was? Blau? Bubble Stuff. Denn ich möchte hier diese Ringe machen. Den Ring hier nicht, weil wenn der irgendwas magnetisch anzieht, dann wird das nicht, das habe ich schon ausprobiert, in diese Rucksäcke gepackt, leider. Deswegen möchte ich da einen anderen Magnetring haben. Mit dem können wir aber noch nicht anfangen, da habe ich nämlich nichts vorbereitet. Die Infinity Bucket ist leicht herzustellen. Ja, kann ich euch aber auch mal zeigen. Moment, wir haben
brauchen wir so dass wir Eisen. Da ist unser Drum, da ist unser Fuel Tank. Ich weiß gar nicht, ob der leer ist. Können wir ja dann sehen. So, jetzt kann ich hier Wasser ohne Ende reinmachen. Ups. Ne? Und jetzt die kann ich zum Glück ja wieder einschmelzen, wenn ich sie nicht mehr brauche. So, jetzt Moment, war das nur zwei Eimer, soweit ich weiß. So, und so kann man den auch herstellen. Das wird einem nicht angezeigt. Man kann auch einfach 9 Eimer Wasser benutzen dafür. Ja. So, die Eimer, ach, wir lassen sie mal, früher oder später könnten wir sie gebrauchen. Den Wassertank können wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen. Ja, zeigt es mir an, dass da jetzt Wasser drin ist. Oder, ja, natürlich. So, dann erstmal weg. Das Silikon hatten wir für das hier benutzt. So. Erst einmal machen wir etwas Ender.io, würde ich sagen. Ich habe da so passend wie möglich gebaut, dass ich keine Rückstände habe vom Ausprobieren auch. Und ja, dann durchs Graben habe ich auch noch ein bisschen was Dias gefunden. Gott sei Dank. Habe ich auch Lapis gefunden? Ich war der Meinung, ich hatte auch Lapis gefunden. Allerdings habe ich das hier gesucht. Und da es ja keine Möglichkeit wirklich für uns gibt, das hier sonst gut zu finden, ich wüsste zumindest keine, habe ich festgestellt, es wird Zeit, dass wir ein Rezept dafür haben. Und ich dachte mir, dass das hier ein faires Rezept ist für das. Wobei ich mir überlegt habe, ja, man könnte vielleicht was anderes machen, aber so vom Wert her, ich habe auch auf den EMC-Wert dabei geachtet, sollte das eigentlich hinhauen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass das wirklich hinhaut. Aber Moment, mal kurz nachrechnen. Doch, haut hin. Sollte den EMC-Wert möglichst nahe kommen oder sogar komplett ergeben. Hoffe ich einfach mal, wenn nicht, muss ich ein anderes Ingot dafür nehmen, um das zu rekonstruieren. Gold hätten wir sogar und auch ein Freconium. Oh, wir könnten es ja jetzt benutzen. Wir können es auch später hauptsächlich mit EMC generieren. Finde ich noch nicht so schön. Das EMC wird gerade für was anderes gesammelt. Ich würde sagen, Kleiner Grundkurs. Das ist Bubble-Stuff. Da ist, könnten wir machen, dann sind wir immun gegen Wither-Effekte. Feuerimmun, wo ist Feuerimmun? Da, Feuerimmunität, da brauchen wir einen Slimeball, Magma-Cream. Da bin ich schwer dafür, dass wir mit Bubble Stuff anfangen. Ja. So, also wir brauchen Slimes. Hier Slime Ball. Wir brauchen. Okay, jetzt hängt's. Nicht abstürzen. Oh, wir sehen uns gleich wieder. So. Weiter geht's. Ja, also ich darf hier nichts reinlegen. Keine Ahnung, wieso auf einmal beim Testen hat das alles super funktioniert. Das finde ich jetzt echt kacke. Aber okay, wir müssen extern craften.
Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch das Crafting Grid durch ein normales ersetzen. Ja, und dann macht man das halt über Auto-Crafting, in der Hoffnung, dass das wenigstens funktioniert. Wir wollten, was wollten wir machen? Magma Cream, ne? Habe ich das noch richtig im Kopf? Magma Cream, yes. Dafür brauchen wir erstmal davon zwei. Ja, wir brauchen zwei Magma Creams für unser Vorhaben. Dann, Moment, was brauchen wir? Buch und Feder. So, Bücher habe ich definitiv, Federn auch. Ich vermisse die Sortierung von Applied Energistics schon ein bisschen. Federn habe ich ja gar nicht mal so viele. Sollte aber reichen. Bücher sollte ich doch auch noch irgendwo haben. Da. Federn, Inksex, zwei davon. So, jetzt brauchen wir zwei davon, zwei davon. Blaze Powder und Nether Ward. Nein, ich habe keine mitgenommen. Ah. Noch sind die Mobs aus. Ich könnte jetzt schnell Nether Ward holen. Richtig schon ins Table gelegt. Können wir. Dann kann ich euch auch das da oben schnell zeigen, nämlich. Ich weiß ja nicht, was ich da schon reingelegt habe. Und jetzt. Nein, ihr könnt eben sehr schade. Du ja. MC haben wir schon eine ganze Menge gesammelt. Das hilft uns jetzt nur nichts bei den Boards. So, da ist schon eine ganze Menge drin. Der ist sogar schon voll. Wir könnten ihn also duplizieren. Könnten wir schon längst. Ja, doch. So, komm, guck mal das. So. Ich weiß ja nicht, was wir noch so brauchen. Machen wir das mal leer hier. So, dann holen wir uns hier noch einen zweiten raus. So. Ist das nicht? Das reicht tatsächlich noch für einen zweiten. Für einen dritten. Dann füllen wir den hier wieder auf, weil wir wollen ja auch einen größeren daraus machen. Hier ist im Moment nichts drin, um Fuel daraus zu machen. Das soll auch nicht, muss auch nicht. Das kann hier. Wenn wir was brauchen, machen wir das so daraus. So, machen wir das auf jeden Fall so. Dann bringen wir das zurück und dann. Als Blaze Powder brauchte ich doch noch, ne? Das können wir jetzt auch bei uns lassen noch. So, manchmal spinnt hier meine Maus und alles. Das ist. Für nächstes Jahr steht es auf jeden Fall an, so langsam mal neues Equipment zu beschaffen. Muss, weil. Ich glaube, lange hält das Ganze hier nicht mehr so durch. So. Dann gehen wir mal in den Nerva.
Schon sagen, jetzt aber nicht abstürzen, bitte. Wir wollen jetzt hauptsächlich hier Nether Wards. Jetzt können wir hier eigentlich mal aufmachen und FF7. Unsere Spezial gemacht ist schon. So viel dazu. So, dann geht's abwärts. Hier geht's hoch. Nein. Nein. Ich habe gerade das Bedürfnis bekommen, das dort zu bauen. Den nehmen wir mit. Den werden wir für Ender.io nachher brauchen. Später. Aber jetzt geht's mit den Nether Wards. Die muss im unteren Teil gewesen sein, das ist schon mal sicher. Oh, die Frage. Darf ich hier rumgeistern und... suchen wie so ein... eine Schucke. Viel gebrauchen. Je weniger wir davon generieren müssen, umso besser. Wir können sogar noch dran kommen. So. Das wäre gerade auch ziemlich. Für Minecraft-Verhältnisse ist das heute ein bisschen arg miserabel. Was hier die Performance hergibt, muss ich gestehen. Ich weiß aber auch nicht, was mit meinem PC manchmal los ist. Das ist... kann man neu aufsetzen und sonstiges oder neues Zeugs reingeben. Pff. Juckt den nicht. Ja. Er macht trotzdem noch, was er möchte. Er weiß nicht mal, was irgendwie so überflüssiger Scheiß drauf und so weiter. Naja. Ah, hier geht's runter. Das ist gut. Runter ist gut. Runter geht's zu Nether Wards, hoffe ich. Muss. Oh, Kiste. Was bist du? Ich kann dich nicht herstellen und aus dir was machen kann ich auch nicht. Wir nehmen es mit. Nether Wards! So. Noch eine Kiste. Also, wir haben deswegen, weswegen wir hier sind.
Dann suchen wir ein bisschen weiter. Und Ende. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Up to home. So. Was zur Hölle? Oh, manchmal ist... Ja, ich glaube auch, ich werde dann mal noch ein paar Mods rauswerfen. So, dieses Quark zumindest, weil die Betten davon sind ja... Ne? Hier. Die funktionieren ja nicht richtig, oder haben nicht richtig funktioniert, und was gibt's denn hier eigentlich so? Ja. Ja. Meiner Meinung nach nichts lohnenswertes. Kisten, wow. Die wird man dann verlieren, fertig. Wir haben nichts mehr in Kisten, die in O verschwindet, wenn sie weg sind. Quarz kann also raus. Ja, ja. Dieser riesige Gang. So. Oh, alles klar, dann haben wir jetzt hier wieder eine ganze Menge. Wie weit sind unsere... Noch produziert ihr was? Okay. Achso. So, dann können wir jetzt hier... anfangen mit dem Ding hier. Ja, können immer nur eins davon herstellen. Deswegen haben die so eine beschissene Dropchance. Interessant. Interessant. Und das verbraucht man dann scheinbar auch nicht. Kann ich dich lesen? Nein. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. So, als nächstes brauchen wir so einen komischen Stone of Upgrade. Brauche ich für dich nochmal? Ich bin so vergesslich. Ja, wir brauchen Stone. Lapis, Gold und normales Eisen. Ja. Eisen. Gold. Lapis. Brauchen wir einen und dann sollte das so gehen. Ja! Wir haben einen Fire Emulen Upgrade. Oho. Hirfelche. Oh, den könnten wir eigentlich auch noch machen. Gastier habe ich doch, oder? Wie eine Gastier? Ich müsste doch. Ja, eine. Können wir davon verwenden.